Alvaro Gismo ließ sich auf ein Abenteuer ein, dessen Auswirkungen niemand hätte vorhersehen können. Das habe ich jetzt mittlerweile das dritte Mal gelesen. Nicht mehr an offener Wunde. Jetzt hat er ein Loch im Bauch. Klingt schlimmer als es ist. Missionsruine. Achso, ist es da? Okay. Zur Erklärung: Loch im Bauch. Einige Organe mussten entfernt werden, aber so haben die Gegner weniger Vorrat, weniger, worauf sie zielen können. Sprich, wieso ist du schon tödlich verletzt, wenn nichts Tödliches mehr da ist, quasi. Das heißt, er heilt jetzt von alleine, das ist richtig gut. Dazu haben wir Angleichung. Das ist eine gemeine Karte. Bekommst du aus dem Drilling. Extra Glück. Ja, ist schon okay, wegen präzisen Schuss und so. Also, mal schauen wir weiter. Wir haben nur noch 11 Männer. Sie schlugen ihr Lager in der Ruine einer alten christlichen Mission auf. Unter den Dingen, die sie dort fanden, war auch ein Notizbuch, offenbar von einem Mönch geschrieben, der mit den Konquistadoren hier angekommen war. Er berichtete von einem heiligen Ort in der Nähe, an dem ein weiser Mann lebte. Vielleicht würde eine Grabung in der Kirche Antworten liefern. Dies war allerdings in der Hand der Indianer. Ihr Blut würde Gizmos Eintrittskarte sein. Okay, beende die Ausgrabung, töte Indianer in den Grabhügeln. Machen wir gleich als nächstes. Diego meinte, er habe kein Interesse daran, noch mehr Indianer zu töten oder weiter in ihr Land vorzudringen. Er werde im Lager bleiben und von dort aus möglichst, sein Möglichstes tun. Der Diego mochte immer weniger. Gehört nicht mehr der Gruppe an. David O'Connell meinte, er würde ebenfalls zurückbleiben. Jemand müsste sich um die Tagelöhner kümmern und das Kommando übernehmen, falls die Indianer angreifen sollten. Ihm war klar, dass man Diego beides nicht anvertrauen konnte. Das heißt, wir sind jetzt nur zu zweit. Oder habe ich mich jetzt verzählt? Im Lager in der alten Missionsruine schien alles in Ordnung zu sein. Dennoch waren die Tagelöhner aus irgendeinem Grund nervös. Zu essen haben wir genug. Wir kümmern uns erstmal um die Gesundheit der Männer. Weit im Westen hinter den Grabhügeln entdeckten Dagelöhner ein gutes Jagdgebiet. Weit im Norden entdeckten die Späher ein altes christlichen Friedhof. Dort ließen sie vielleicht etwas Wertvolles finden. Gold haben wir genug. Mehr als genug. Gehen wir jetzt erstmal ins Jagdgebiet. Dieses Gebiet eignete sich gut für Jagd. Die Tiere waren offenbar die Hauptnahrungsquelle der Indianer. Gizmo überlegte, ob er in den Wäldern jagen sollte, um Nahrung zu sammeln, oder ob sie lieber niederbrennen sollte, um den Indianern zu schaden. Den wollten niederbrennen können wir sowieso nicht, wir haben zu wenig Schnaps. Deswegen schicken wir die Tagelöhner mal. Während der Jagd wurden die Tagelöhner von den Indianern angegriffen und getötet. Super. Wir probieren es noch einmal. Grabhügel, Grabstätte, das sind überall Kämpfe. Wir fangen einfach mal da an. Dieser Grabhügel diente den Indianern als Heimat und als Festung. Die Einwohner zu töten, würde ihren Widerstand schwächen oder ihre Angriffe sogar ganz beenden. Wir haben dafür zu wenig. Kann ja nochmal zurück. Ich kann nochmal zurück. Wir gehen ins Dorf. Wir brauchen mehr Männer. Dieses seltsame Dorf wurde von dunkelhäutigen Menschen bewohnt, die sich als Europäer kleideten. Sie sprachen nicht, aber im Anblick von Gold gaben sie Gizmo zu verstehen, dass sie sich ihm anschließen würden. Für 100 würden sie 10 Männer bekommen. Das geht sich aus. Wir nehmen nochmal.
Es wäre natürlich nicht schlecht, wenn wir noch irgendwo Mine für Gold. Wir brauchen Nahrungsmittel. Los. Es dauerte nicht lange, bis die Dagelöhne überwältigt waren. Sie flohen in Panik aus den Tunneln, nur wenige schafften es. Super. Schauen wir uns heute mal im Morgen an, vielleicht haben wir doch Glück. Die Gruppe kam zu einem verlassenen Wagen, der auf einem offenen Feld stand, zurückgelassen von anderen Entdeckern. Es war keine Leiche zu sehen, wohl aber Vorräte. Zacharias warnte Gizmo, dass es eine Falle sein könnte. Wir riskieren's. Vier Schnapsflaschen und eine Lancaster-Pistole. So, es wäre ein kleiner Bündelrevolver. Während die Gruppe Wache stand, holten die Dagelöhne alles nützlich aus dem Wagen, darunter auch medizinische Vorräte und einige Flaschen Whisky. Dieser Grabhügel diente den Indianern als Heimat und als Festung. Wurden getötet, ob Mann, Frau oder Kind, die Dagelöhne haben alles mit, was nützlich aussah. Traumfänger und viermal Allraune. Ist ganz gut. Da riskieren wir es noch einmal. Roter Joker. Und dann gehen wir zurück zur Mission. Wir müssen nämlich jagen. Ne, jetzt erstmal wieder die Männer versorgen. War nicht sicherste, aber die Gruppe ging jagen. Naja, mit so viel zu essen, seid ihr alle zurückkommen. So. Nein, nicht. Ist jetzt von entstelltes Gesicht betroffen. Muss man gleich mal anschauen, was das bringt. Oder was das auslöst. Es muss nicht zwangsläufig was Schlechtes sein. Ist jetzt von offener Wunde betroffen. Ich riskiere es nochmal mit Dagelöhnern. Naja. Schauen wir uns mal die Verwundungen an. So, er hat auf jeden Fall Dusel und regeneriert automatisch. Dir geht's gut. Ein Treffer im Gesicht, der so schlimm ist, dass sich selbst Fortuna abwendet. Oh mein Gott, eine geile Erklärung. Okay, minus Glück. Aber das braucht er eigentlich eh nicht. Außer zum Ausweichen. Und dann nochmal minus 3 GP, eine schlimme Schnittwunde, schwächt dich. Ja, okay, auf die muss man auf jeden Fall aufpassen. Aber plus ein Gesundheitsplus, plus 2 Verteidigung, plus 10 Glück, dann kriegst du das. Hast du doch auch ein Drilling, noch etwas mehr Glück. Sieben Verteidigung, 1 Verteidigung. Naja. Endlich. Big König. Ach, da fällt mir ein.
Wir können ja noch die Waffen verändern. Bei dir ist okay, bei dir ist eigentlich auch okay. Wir sind nur noch zu dritt, wir können jetzt wirklich super Waffen raussuchen. Trommelfeuer, schießen nacheinander auf alle Gegner in Sicht. Dann hast du oben zwei Bärchen. Plus 10 Verteidigung. Braucht 90 Glück. Ja, kann man ja schauen. Man kann schauen, wie man es am effektivsten nutzt. Da fällt mir ein, es sind noch nicht alle Karten vergeben. Das sind noch zwei Asse. Wenn die du kriegst, hast du ein Full House. Jawohl. 4 Bewegungen, maximal Glück. Dir geht's gut, du bist gut versorgt. So, du bist so recht gut versorgt. Und ich habe schon wieder vergessen, die Waffen zu ändern. Ach genau, der ermöglicht jetzt 2 Schüsse pro Runde. Marine-Revolver kennen wir schon. Schwerer Bündel-Revolver. Die Cobra ist cool. Das erhöht die maximale Gesundheit, das kannst du kriegen. Das ist auch das, falls es dir wirklich schlecht ergeht. Statt dem bekommst du... Jawohl, das ist alles kurz, das ist auch kurz. Du kriegst einen schweren. Und der hat wirklich die schwächsten Waffen von allen. Schüsse pro Runde, dann kriegst du den Revolver noch dazu. Und sind 4 Schaden 3, was hast du? Genau das gleiche, aber ist genau die gleiche Waffen. Schaden 3, Bedrohlichkeit 1. Und dann noch 1-1. Ist genau die gleiche Waffen. Das hat jetzt überhaupt nichts gebraucht. Dann kriegst du die Waffen wenigstens. Gut, so machen wir es. Da Alin ja tot war, bestand für die Grabung kein Risiko mehr. Der Expedition fehlt der Proviant für eine solche Aktion. Gizmo konnte die Dagelöhner zwingen weiterzumachen, aber das würde das Risiko erhöhen. Nein. Wir gehen zuerst jagen. Wo können wir da unten noch irgendwo einkaufen? Ach, man kann da oben noch... Hatte ich vergessen. Mit etwas Glück kann man da jetzt ja ganz gut jagen. War friedlich und beherbergte die Tiere, sodass sie bestens für Jagd eignete. Tot waren, stellen die Tiere die einzige Bedrohung dar. Mehrere starben, bevor die anderen fliehen konnten. Super. Schon wieder Jaguar.
Gibt's doch nicht. Ist jetzt von Schädelbruch betroffen. Also in der Runde haben wir wirklich kein Glück. Schlicht und ergreifend kein Glück. Was passiert jetzt beim Schädelbruch? Minus 5 Zielen, Sicht. Ach Gott. So. Schlangenamulett, beschissen freigeschaltet. Kapelle, Herzdame. Was? Adlerfigur. Nach Stunden stießen sie auf eine Kiste. Der Inhalt war ebenso mysteriös wie der Ursprung des Gebäudes. Eine schwarze, mit Blut verschmierte Robe, ein Amulett mit erschreckenden Schnitzereien und ein altes Notizbuch, das offenbar von einem Irren geschrieben worden war. Er sprach darin von einer Kapelle auf einem hohen Fels, dem Antlitz toter Götter und einem roten Stern. Gizmo steckte das Amulett ein und scherzte, dass sie nun die Kapelle suchen und niederbrennen sollten, um die toten Götter, ihr Antlitz und ihren roten Stern zu verärgern. Glaube ich nicht gut. Nach der langen und gefährlichen Reise zur Spitze der Klippe entdeckten sie schließlich eine alte Kapelle. Instinktiv steckte Saria seine Hand in ein Weihwasserbecken am Eingang und kreuzte sich. Tun wir es lieber auch. Bin zwar sonst nicht so religiös, aber jetzt habe ich gerade irgendwie so ein ganz komisches Gefühl. Sich die Flüssigkeit im Becken an, er wusste nicht, wie lange dieses Weihwasser schon darin war. Nach langem Überlegen steckte er auch seine Hand hinein und bekreuzigte sich. Auf den ersten Blick wirkte das Innere der Kapelle ganz normal. Bei näherem Hinsehen erkannte er aber, dass sie mit Bildern und Inschriften der heidnischen Religion der Indianer überzogen war. Interessant. Das Herzstück befand sich dort, wo der Altar hätte sein sollen, ein verziertes Podest, auf dem eine Jademaske lag. Indianer und Jade? Aber okay, von mir aus. Gizmo schien behypnotisiert von der Maske. Er näherte sich ihr langsam, dann griff er sie mit beiden Händen und drückte sie auf sein Gesicht. Fürs Protokoll, Jade ist grün. Wenn der jetzt noch einen gelben Anzug kriegt mit einem witzigen Hut drauf und agiert wie eine Cartoon-Figur. Was? Das habe ich mir gedacht, eben. Ach, der ist jetzt der Maskierte. Vom fehlenden Hirnstück betroffen. Die Maske schien Gizmos Gesicht zu umarmen wie eine verlorene Geliebte. Einen kurzen, blendenden Moment lang glaubte er, alles sehen zu können. Ein Gefühl der absurden Sicherheit und Macht überkam ihn. Als sein Blick wieder klar wurde und er sich umsah, bemerkte er, dass er die Schrift an den Wänden nun lesen konnte. Hä, das ist doch so aus die Maske. Mit den heidnischen Göttern und so weiter und ja, klar. Ein Größenwahn. Das ist definitiv die Maske. Zacharias sah ehrfürchtig zu, wie Gizmo sich den Tafel näherte und sie laut vorlas. Sie sprachen von einem Tempel jenseits der Berge, in dem gewaltiger Reichtum und unendliche Macht warteten. Plötzlich verstummte Gizmo, er las leise vor sich hin. Laut den Tafeln war ein Opfer nötig. Okay. Um Zugang zur verborgenen Stadt zu erlangen, musste er Träger seiner engsten Freunde töten. Also musste der Träger, wahrscheinlich Träger der Maske, ich hab gerade gedacht, wofür ein Träger soll ich ihn töten? Ich hab doch schon alle Mitglieder, also die Typen da unten, da die Hilfskräfte schon zu allem möglichen angestachelt. Sagte, dass er wisse, was zu tun sei. Was? Der Maskierte ist jetzt von Gift betroffen. Balsam von Gift betroffen. Hm. Er sich krank, ging es ähnlich. Anscheinend war das Weihwasser gar keins gewesen. Zum Glück schien das Gift schon sehr alt und daher nicht mehr so gefährlich zu sein. Ja, okay.
bestrafe den Verräter. Ach, die zwar. Klar, die sind ja zurückgeblieben, Diego und der andere. Schauen wir mal ganz kurz, was. So, also das ist der Sankauf. Der Schädel verheilte gut und das. Und was an Intellekt verloren ging, wurde durch Schnelligkeit und Glück wettgemacht. Sag ja, egal wie, welche Verletzung du hast, wenn es mal ausgeheilt ist, geht es dir hinterher sehr gut. Gift wütet in den Innereien, ist ihm egal, er heilt sowieso von alleine. Du bist zwar etwas schwächer, aber ist auch nicht so schlimm. Was haben wir noch an Karten gekriegt? Die zwar. Verkleidung. Ach, der hat alle seine Karten wieder weggegeben. Auf jeden Fall. Schattentod. Ausweichen. Erste Bärchen. Da haben wir da Serienkiller. Jetzt muss ich gerade überlegen. Verkleidung möchte ich ihm nicht geben. Aber dann wäre es ein zweites Bärchen. Das ist auch zwei Pärchen, also zwei Paare. Muss ich noch irgendwas ausrüsten? Da ist alles gleich geblieben. Ach, genau. Schützt vor schädlichen Bombenwirkung. Wenn man dieses Amulett in der Hand hält, hört man ein schwaches Zischeln im Hintergrund. Plus 10 Verteidigung, Schaden, sehr gut. Das kriegst du. Ach genau, du hast die Glücksmünze. Dann bekommst du die Adlerfigur. Und zur Not kannst du die immer nur verwandeln. Also. Bestrafe den Verräter. Vom Hügel aus beobachtet der maskierte Gizmo das Lager. Er spürte, dass etwas nicht stimmte. Es war zu ruhig. Doch, greifen wir an. Es ist schon alles vorbereitet.